Ja, herzlich willkommen. Heute habe ich von der Firma Sluban eine Katjuscha oder ja, Raketenwerfer, Mehrfachwerfer, bei den Deutschen auch gerne Stalinorgel genannt. Genau. Und ich blende euch einmal die Daten ein. Und ja, was haben wir noch zu sagen? Können wir es eigentlich schon mal auspacken? Mal gucken. Alles. Teilchen. Ja, sind nur irgendwie 201 Teile, sollte nicht so lange dauern. Weil. Lieber. Für die Anleitung. Viele Bauschritte haben wir denn? Wir haben 30 Bauschritte mit den Waffen. Genau. Und zwei Minifiguren sind dabei. Gut. Ja. Eine übliche Anleitung. Die aktuellen Teile sind farblich markiert und der Rest ist ausgegraut, den wir vorher schon gebaut haben. Genau. Und dann zeige ich euch jetzt einmal den Schnellaufbau und dann noch Detailaufnahmen. Und ja, dann sage ich mal, wie mir das Set gefallen hat. Ne? Alles klar, bis gleich. So, haben wir die Stalinorgel auch zusammengebaut. Erstmal zum Zubehör. Wir haben so ein russisches Maschinengewehr dabei. Dann haben wir ja irgendwie so einen Karabiner, wahrscheinlich auch einen russischen. Da haben wir einen russischen Soldaten. Das finde ich eigentlich ganz süß gemacht. Der hat hinten so einen kleinen Rucksack drauf oder eher so ein, ja, so ein Jutebeutel. Und hat dann auch irgendwie so eine Thompson in der Hand. Und dann, ja, so eine schöne Kamtschatka auf. Und ja, das ist eine übliche Figur. Finde ich recht schön. Dann haben wir noch einen russischen Offizier, der jetzt meinetwegen dann noch eine Pistole in der Hand hat. Ja, ich weiß nicht, warum der jetzt diese Schutzweste irgendwie trägt, wenn man die abnimmt. Sieht die Uniform irgendwie ein bisschen besser aus. Wo sie halt relativ keinen Druck oder irgendwas. Also da könnte Sluban noch ein bisschen was verbessern an die Minifiguren. Genau. Ansonsten, die Katjuscha, wir können sie halt so komplett drehen und können sie dann auch, wenn sie so ist, meinetwegen dann, gut, so schießt keiner, aber so hochstellen. Finde ich recht schön. Wir können auch meinetwegen die Türen können wir aufmachen. Weiß ich gar nicht, ob da jetzt, mit seinem Rucksack wohl nicht, ob man da jetzt auch so eine Figur einsetzen kann. Ein bisschen drücken. Schwierig. Mit ein bisschen gut zureden. Glaube ich. Das geht, wenn wir mal wieder raus. Auf. Zack. So. Also wenn wir ihm meinetwegen diese ja, Schutzweste oder sowas abnehmen müssen, weil dieser eine Nups hier hinten, der stört ihn dann beim Reinsetzen, dann würde man eine Sluban-Figur da auch reinsetzen können als Fahrer. Natürlich bei ihm hier mit seinem Jutebeutel auf dem Rücken total vergessen. Genau. Ich muss mal gucken, ich kann das noch nicht ganz einordnen. Auf jeden Fall sieht so erstmal schön aus. Ich muss mal gucken, ob ich demnächst irgendwie von Kobi mal das Set mir anschaue und dann werde ich vielleicht auch so ein Vergleichsvideo einmal machen. Genau, ansonsten finde ich es schön, ist auch nicht so teuer.
Kann man sich auf jeden Fall hinstellen. Ne? Alles klar.